nehmen, beide Steuerleinen umgewickelt in der Hand und dann geht noch ein Frontklapper. Links und rechts wieder beide A-Tragegurte, alle A-Leinen zusammen mit einem kräftigen Ruck runterreißen, hoch die Arme, lass sie oben. Da fliegt er wieder. Und jetzt noch einmal, du hast Kraft, Udo, da muss mehr Flächentiefe weg. Zack, jawohl, hoch die Arme, anbremsen, anbremsen, hoch die Arme, rechte Bremse, rechte Bremse, rechte Bremse. Zieh nochmal rechts, komm rechts, mehr rechts, Udo, mehr rechts, mehr rechts. Jawohl, Hände wieder hoch, links steuern, links steuern, links steuern, links, 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 komm links. Jawohl. Lassen fliegen, lassen fliegen. Schau mal, ob du das rausbringst, das Ohr. Oh, das ist knapp, das ist knapp. Mitten Wind reinkommen. Er hängt immer noch. Aje, aje, Udo. Bisschen links noch. Super gemacht. Lassen fliegen, aber ich glaube, es wird sich nicht ausgehen. Sehr gut gemacht, pilotenmäßig. Jetzt der Wahnsinn, wenn wir Glück haben. Schaffst du das da noch rein? Er gleitet ja gut. Lass ihn fliegen. Er ist ein enormer Gleiter. Du verlierst auch kaum Höhe. Nicht zu viel Gas geben, gell? Nur ein bisschen. Und komm einfach mit Rückenwind rein, wenn es sich ausgeht. Siehst ja selber, ansonsten park dich an den Strand. Schauen wir mal. Pass auf die Surfer auf. Nicht gegen die Felsen, gell? Wenn sich das nicht ausgeht, dann komm ein bisschen links. Ja. Das haben wir gleich wieder getrocknet. Reserve-Gurtzeug haben wir auch im Ideal. Das Boot ist schon am Weg. Hier ist es komplett ruhig jetzt, ne?